Jeder kennt sie, die Arbeitstiere unter den Seilbahnen, die die beliebtesten Abfahrten in einem Skigebiet erschließen und von morgens bis abends unermüdlich im Einsatz sind. Die Sesselbahn Lac Noir Choronne im Skigebiet Villars ist genau eine solche Anlage. Seit 1913 ist der Col de Bretagne von Villars aus mit einer Zahnradbahn erreichbar. Rund um den Pass entwickelte sich ab 1937 das heutige Skigebiet von Villars-Grillon. Ein Funischlitten führte in den Anfangsjahren auf den Grand Chamousset, in späteren Jahren folgten zahlreiche Schlepplifte. Die erste Sesselbahn wurde im Sommer 1951 als Ausflugsbahn eröffnet und verband den Lac de Chavonne mit dem Col de Bretagne. Wie auch bei der zwei Jahre später eröffneten Sesselbahn zum Petit Chamousset kam die Firma Müller beim Bau zum Zug.1969 läutete dann die Firma Städeli ein neues Zeitalter ein, als sie mit der Sesselbahn Lac Noir Choronde ihre erste Zweiersesselbahn in Villars erbauen konnte. Viele der typischen Städeli-Sesselbahnen mit ihren blauen Plastiklatten auf den Sesseln sollten in den Jahren danach noch folgen. Die Anlage am Lac Noir stellte streng genommen eine Neuerschließung dar, wirklich viele neue Pisten bediente sie aber nicht. Der Choronde war bereits seit vielen Jahren über die Schlepplifte vom Col de Bretagne aus erreichbar und die Talstation am Lac Noir lag unweit des Lac de Chavonne, der bereits seit den 50er Jahren mit einer Sesselbahn erschlossen war. Dafür konnte das vorhandene Skigelände mit der neuen Städeli-Sesselbahn nun optimal erschlossen werden. Insbesondere für Wiederholungsfahrten auf den etwas steileren Pisten vom Choronde zum Lac Noir war die Anlage beliebt. Aber auch als Rückbringer von der 1971 gebauten neuen Sesselbahn Lac Noir Petit Chamousset sowie als Verbindung in die Sektoren Meilleray und Grillon diente die Städeli-Sesselbahn. So war es nicht verwunderlich, dass sie oftmals an die Grenzen ihrer Kapazität kam. 1995 wurde sie daher durch eine kuppelbare Vierersesselbahn der Firma Baco Poma ersetzt. 258 Höhenmeter überwinden die insgesamt 70 Vierersessel, bis sie den knapp 2000 Meter hohen Choronde erreichen. Auch wenn die Strecke nur knapp einen Kilometer lang ist, weist sie einen sehr interessanten Verlauf auf. Insbesondere die steile Felskante kurz hinter der Talstation macht die Fahrt zu einem Erlebnis. Für den Seilbahnfan sind die klappernden Niederhalter bei vollen 5 Meter pro Sekunde Musik im Ohr. Der normale Skigast dürfte sich vermutlich eher darüber freuen, dass die Bahn mit 2400 Personen pro Stunde eine recht hohe Förderleistung besitzt. Dennoch ist die Anlage mit ihrer wichtigen Funktion im Skigebiet an Spitzentagen auch heute noch ein Nadelöhr.